Tag auch Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Saphir Monotyp Käfer. Das letzte Mal haben wir ja hier aufgehört in der Urzeithöhle, als wir Kyogre besiegt haben. Das heißt im Klartext, die Pläne von Team Aqua sind aufgehalten. Das heißt im Klartext ebenfalls, dass wir uns jetzt an unser eigentliches Ziel machen können. Das heißt, die 8. Arena wartet. Für uns heißt das im Klartext auch, ja, dass wir wieder einiges an Kämpfen vor uns haben. Dass wir, ja, uns den letzten Orden holen können. Und dass dementsprechend eigentlich auch schon, ja, Zeit ansteht, an der man jetzt noch, wenn ich sagen kann, dass harte Kämpfe bevorstehen, weil die 8. Arena hat es in sich. Und natürlich auch dann anschließend Kämpfe wie Top 4 und ähnliches. Aber bis dahin haben wir auch noch Wettkämpfe zwischendurch und ich renne die, glaube ich, gerade im Kreis. Okay, das ist auch logisch, dass ich im Kreis renne, weil das Ganze relativ kreisförmig aufgebaut ist, diese Höhle. Von daher ist Kreisformation sehr logisch beim Rennen. Naja, jedenfalls. Da oben haben wir die Leiter und dann hier unten links. Naja, auf jeden Fall sehen wir, dass hier haufenweise Zubats rumrennen, wenn man wie ich mal wieder zu geistig ist, den Top-Schutz oder den Superschutz zumindest zu nutzen. Vom Level her sind die wilden Pokémon hier allerdings, wie man sieht, deutlich unter dem Niveau unseres Teams. Und dieses Mal suche ich keine Leiter, sondern die Tür da unten, wo ich gerade schreiend weggerannt bin. Stellt euch den Schrei einfach vor. Ja. Ja, Zubat, ich hasse dich auch. Du brauchst nicht zu nerven. So. Auf jeden Fall sind wir jetzt damit wieder am Ende angekommen von der Urzeithöhle. Und man erwartet, dass man jetzt, wenn man hier rausgeht, direkt mit haufenweise Text bombardiert wird. Ist gar nicht so. Alles Leben beginnt in der Urzeithöhle und endet am Pyroberg. Woher kommen die Menschen und Pokémon? Wohin gehen wir? Das ist eine ausgezeichnete Frage. Auf jeden Fall gehen wir jetzt hier hoch. Und gehen dann wieder runter. Weil wir nicht fliegen können, sonst hätte man einfach zum Pokémon Center fliegen können. Apropos Pokémon Center, bevor wir in die Arena gehen, würde ich sagen, ja, schauen wir doch einmal deine Pokémon Center Gedöns vorbei und heilen unsere Pokémon. Denn das kann nicht schaden, jetzt mal im Ernst. Ein bisschen Zeit muss sein, um das Team wieder auf Vordermann zu bringen. Normalerweise würde ich jetzt sagen, wir nehmen für die nächste Arena, wie für jede andere Arena, auch unser komplettes Team mit. Nur leider hat diese Arena die Angewohnheit, dass wir sie nur über das Wasser hier erreichen können. Das heißt, wir müssen surfen. Das heißt, ich kann leider nicht alle Pokémon im Team mitnehmen. Und ich würde sagen, ich nehme tatsächlich Suika mit statt Kataquak. Ganz einfach wegen 3 Level Unterschied. Und ja, irgendwie muss ja irgendwas Ausschlag geben. So, nur noch einmal eben Erdbeben. Weil auf Suika lohnt sich Erdbeben mehr als auf Kataquak, weil Suika an sich sonst so, eigentlich, wenn ich nur Kampfattacken lernen würde, wie man hier sieht. Ja, und Kataquak hat noch Käferattacken, wenigstens als Alternative. Den Klammergriff ersparen wir uns übrigens mal, der muss nicht sein. Haben wir sonst noch irgendwelche spannenden GMs? Spukball. Da war ja auch was. Fällt mir gerade so ein. Hier wollten wir noch einen Spukball beibringen. Frage ist nur, was packen wir dafür weg? Am liebsten ja halt den Zerschneider. Aber dafür haben wir jetzt gerade halt nicht den Attackenverlerner zur Hand. Ich habe mir so viele gute Vorsätze gemacht, wann ich die Attacken verlernen lasse wieder. Und habe es bis heute nicht getan. Irgendwas ist natürlich da schiefgelaufen dann. Was ich Doppelteam vergessen? Ja, ich lasse Doppelteam vergessen. Also, warum lohnt sich Doppelteam nicht so? Weil entweder wir werden überhaupt getroffen oder gar nicht. Ich werde hier kein Glücksspiel mit ihm betreiben. Das ist reine Kalkulation, was ich mit ihm gern hätte. Und ansonsten waren das alle sehr interessanten TMs, die wir beibringen können. Das heißt, wir sind ausgestattet für die nächste Arena. Eine Frage mal. Warum trägt Suika eigentlich Schattenglas? War das noch von einer Aufräumaktion? Haben wir wirklich gar nichts, das besser sein könnte? Nö. Dann laufen wir weiter mit einer Sonnenbrille rum. Auf jeden Fall können wir jetzt uns an die letzte
Arena machen, während mein Schuh wieder quietscht wie nichts. Yakuzare, dir verdanken wir alles. Der Himmel über Xenrubel ist wieder normal. Dafür dankt dir auch Vasili. Und genau dieser Vasili erwartet dich dort drin. Er ist stark, aber auf dem Weg, auf dem du dich jetzt befindest, solltest du keine Probleme haben, ihn zu besiegen. Gib dein Bestes. Ich werde in dieser Arena möglichst vermeiden, die Trainerkämpfe alle mitzunehmen. Die kann man sogar komplett vermeiden, wenn man sich hier nicht dumm anstellt. Das heißt, man sollte den richtigen Weg kennen. Wenn man einmal einen falschen Schritt macht, muss man nochmal die Arena von vorne anfangen und fällt erstmal runter, wo dann Arena-Kämpfe warten. So, ich denke mir eben meinen Weg aus. Ja, ich bin gerade still, ich weiß. Das ist gerade sehr interessant, was ich mir ja denke. Könnte das so klappen? Ja, ich glaube, ich habe den Weg. Und zwar hier lang. Dann hier lang. Einmal hier runter. Ich weiß nicht warum, ich wollte zuerst nach links lang. Ich glaube, links rum muss man beim letzten Rätsel ins Smaragd rennen. So, jetzt vorsichtig sein mit dem Steuerkreuz. Und dann sollte es eigentlich passen. So, einmal die komplette Arena ohne einen einzigen Trainerkampf mitzunehmen. Und ja, ist mein Team bereit für diesen Kampf? Vom Level her auf keinen Fall, also los geht's. Ich bin Vasili, der Arenaleiter von Xenrubel. Irgendetwas fällt mir an dir auf. Da ist etwas in deinem Auftreten. Ich denke, ich spüre etwas in dir. Das, was in der Urzeithöhle passierte und was du getan hast, all das werde ich im Kampf mit dir lesen können. Gib mir diese Gelegenheit dazu. Zeig mir, wie du deine Pokémon im Kampf führst. Und als Gegenleistung zeige ich dir eine Illusion im Wasser. Dargeboten von mir und meinen Pokémon. Vasili ist der 8. Arenaleiter in, ja, Saphir und Rubin. Im Smaragd übrigens nicht. Aber das ist eine andere Geschichte. Wir bekämpfen erst einmal das wohl mächtigste Wasser-Pokémon, welches das Spiel jemals gesehen hat, in Form von Libiskus, welches übrigens ziemlich eines der schwächsten ist. Also wenn ich die Wahl hätte, ob ich einen Kappador oder einen Libiskus trainieren müsste, bei Kappador natürlich ohne es zu entwickeln. Ich glaube, ich würde das Kappador nehmen. Und zwar auch nur, weil es witziger ist, mit einem Kappador zu gewinnen, als mit einem Libiskus zu gewinnen. Beim Libiskus ist es doch schon etwas einfacher als mit einem Kappador. Aber es ist auch nicht leicht. Auf jeden Fall habe ich erfolgreich schon Urzeitvieh verloren in diesem Kampf. Das war auch zu erwarten, dass es nicht viel reißen kann. Warum nehme ich es denn überhaupt mit und hätte nicht lieber Kataquack mitnehmen können, was viel sinnvoller gewesen wäre. Egal, egal. Baum wird das schon packen, weil ich kaum glaube, dass irgendjemand hier in dieser Arena etwas an Baum machen kann. Wobei Bitterkuss schon nervig werden kann. Auf jeden Fall haben wir jetzt erstmal einen sinnvollen Angriffsmove auf unserem Baum. Och nö, ne? Muss das sein? Wehe, Baum, wehe, du besiegst dich jetzt selbst. Wehe, Baum. Du weißt, was gut für dich ist. Und das ist nicht gut für dich, Baum. Nein, das ist nicht gut. Da hast du was falsch verstanden. Ja, man achtet übrigens auf die Statistik dieses Kampfes bis jetzt. Wir haben zwei Pokémon verloren an diesem Libiskus. Das ist ein Gottverdammt nochmal Libiskus. Ein Libiskus ist nicht gerade stark. Es ist genau das Gegenteil von stark. Das heißt, ich werde jetzt eine ganz lame Strategie rausholen, die wir auch schon so in der 4. Arena gesehen haben. Nämlich aufboosten. Dreimal Doppelschieben, dreimal Schwertanz und dann durchhauen. Und man sieht schon, der Doppelschieben hat seinen Sinn auf Kiritate. So nutzlos er auch auf Baum in der Regel ist, wo er jetzt in diesem Kampf vielleicht sogar sinnvoll gewesen wäre, von wegen Bitterkuss vermeiden. Naja. Auf jeden Fall können wir jetzt so ein bisschen was anrichten. Man sieht, wir erleiden nicht gerade viel Schaden, weil die Biskus offensichtlich Werte an sich, besonders der Normalangriff, der gerade benötigt wurde, sehr gering sind. Von daher haben wir eigentlich keine große Gefahr hier in diesem Kampf. Meinetwegen könnt ihr jetzt auch selbst seinen Fluchtwert erhöhen. Ich habe ja Aeroas, um ohne Bedenken, was das betrifft, angreifen zu können. Das heißt, im Grunde genommen gibt es keine Gefahr in diesem Kampf mehr, wenn wir einmal aufgeboostet sind. Ich gehe mal eben sein Team durch. Ich glaube auch nicht, dass er irgendwas hat mit Resistenzen gegen normale Flugattacken. Von daher, ja, sind wir sicher. Er hatte zum Glück keinen Empoleon, das war erst in der Generation danach, wo es eingeführt wurde. Vom Typ Wasserstahl wäre es und das wäre jetzt natürlich ein hartes Problem für unsere Kilaritate, aber sowas gibt es hier noch nicht. Das heißt, wir können jetzt einfach durchsweepen.
Und damit sollte diese Arena eigentlich machbar sein, wenn jetzt nicht etwas Unvorhergesehenes passiert. Und ein Sejong ist nicht unvorhergesehen. Das Problem ist, wenn ich jetzt auswechsel, ist natürlich auch die gesamten Boosts weg. Und das Problem ist, er hat viele Pokémon, die auch defensiv einiges aushalten. Das heißt, ich muss hoffen, eigentlich alles zu one-hitten, weil die Eisattacken natürlich einen Graus sind für Kiritate. Da haben wir auch schon sein Markenzeichen-Pokémon, sein Milotic. Das darf man wirklich nicht unterschätzen. Es ist eine harte Nuss. Aber da wir mit der physischen Attacke angreifen, ist es etwas besser machbar. Und warum muss es auch noch mit Eisstrahl treffen? Ja, das war's dann für unsere Kiritate. Und das Problem ist natürlich, dass er sich jetzt wieder hochheilt. Mit einem Trank oder ähnliches. Das ist natürlich sehr problematisch für uns. Und ich habe aus Versehen Windstoß gedrückt und ich wollte eigentlich was komplett anderes nutzen. Naja, es wird schon schief gehen. Immerhin setzt Windstoß auf physischen Schaden statt auf speziellen. Und... Hilfe. Ja, das ist jetzt natürlich nicht gerade eine Situation, in der man sich befinden möchte. Top-Beleber für das, was ich gerade machen möchte, absolute Verschwendung. Ich nutze bei unserer 55 normalen. Wir holen unseren Baum zurück. Denn er ist der Einzige, der mehr als eine Runde gegen Milotic überleben kann. Ach so, doch nicht der Alleinste. Wir haben noch mehr, die gegen Milotic überleben können, wie wir gerade gesehen haben. Dann können wir nebenbei auch nochmal das gesamte restliche Team wiederbeleben. Wir haben ja genug Beleber dafür. Windhose ist eine Drachenattacke, das heißt auch keine Gefahr für unseren Baum, weil Flugattacken wären ja gefährlich für ihn, aber Windhose ist eine Drachentyp-Attacke, was viele nicht wissen oder vergessen oder nicht bedenken oder Kekse essen. Ja, Kekse, die sind das Wichtigste an der ganzen Formulierung gewesen. Ja, schön ist natürlich, wir können jetzt einfach hier alles aushalten in Ruhe, warten und verharren. Da sind die Supertränke. Ich muss auch mal da irgendwann nachkaufen. Wir können uns auch Hypertränke gönnen. Ich meine, ich habe das Geld. Und im Grunde genommen ist unser Baum ja schon sehr lame in diesem Kampf. Ich meine, wir können jetzt einfach einwechseln, mit ihm wieder alles andere hochheilen und mit ihm jetzt einfach alles platt machen, was ihm in die Quere kommt. Falls ja irgendwas Probleme machen sollte, dann haben wir ja immer noch später die Möglichkeit, ihn wiederzubeleben. Ich meine, hier gibt es eigentlich nur die Gefahr von Verwirrung in dieser Arena. Ich glaube nicht, dass hier irgendein Pokémon effektive Attacken auf uns beherrscht. Wobei ich mich auch gerne vom Gegenteil überzeugen lasse. Naja, wir schlagen jetzt jedenfalls mit der Verwirrung zurück. Und natürlich mit Spukbällen. Spukball, sieht man, macht schon ein ganzes Stück mehr Schaden. Senkt seine Spezialverteidigung, was total unnötig ist für uns, weil Spukball, so blöd es auch klingen mag, eine physische Attacke ist, wenn ich mich nicht irre, in der dritten Generation. Und dementsprechend der Spezialverteidigungswert eigentlich zu ignorieren ist. Auf jeden Fall machen wir dadurch auch schön Schaden, dass es eine physische Attacke ist. Milotic hat einen wahnsinnig hohen Spezialverteidigungswert und ist dadurch mit physischen Attacken besser verwundbar als im speziellen. Und der darauf setzt sich, wie man sieht. Und das funktioniert auch. Wahnsinnig gut, wenn ich das mal so sagen darf. So, damit haben wir jetzt ein bisschen Erfahrung erhalten und einen Welser als Gegner. Gegen diesen wunderbaren Wels wechsle ich tatsächlich mal aus auf unser Tornado, weil sich ja der Gigasaug einfach lohnt. Welser ist Wasserboden, da können wir uns einfach mal hochsaugen. Aber man sieht, die Trainingsrunden von Anfang des Let's Plays sind nicht mehr bemerkbar im Level. Man müsste eigentlich mal wieder nachtrainieren und das werde ich wohl auch noch vor der Top 4, weil Top 4 wird vom Level her natürlich nochmal einen großen Sprung bilden. Richtung Level 50 sollte man da schon leveln. Wobei natürlich auch die Siegestraße und ähnliches noch davor kommt. Das heißt, ein bisschen natürliches Leveln ist da schon bei. Wobei ich natürlich auch gerne über durchschnittlich hohes Level haben würde. Ganz einfach, weil ich halt nur Käfer im Team habe. Auch wenn es keine Schwachen sind. Und gerade unser Baum wahrscheinlich einige Top-4-Mitglieder ja doch reinlegen kann. Was heißt reinlegen? Naja, es ist auch nutzlos gegen einige der Top 4 Mitglieder, wenn man mal ehrlich ist. Naja, so viel zur Zukunftsplanung. Ich würde sagen, wenn ich so auf die Zeit schaue, ich würde gern diesen Arena-Kampf noch in einer Folge schaffen und jetzt nicht einen Cut mitten im Part haben. Dementsprechend
komm, wir hauen nochmal eben den Rest kaputt. Und das Golking hier sollte auch kein Problem. Moment mal. Kann Golking nicht Flugattacken lernen in Form von Schnabel? Das könnte gefährlich sein für unseren Baum, deshalb lieber auf Nummer sicher gehen. Und lieber dann auf Keritate setzen. Willst du mich etwa hier umbringen, Golking? Okay, das willst du sowieso, aber egal. Im Moment ist Golking übrigens schneller aufgrund seiner Fähigkeit Wassertempo, welches seine Initiative im Regen verdoppelt. Das ändert sich jetzt aber starkartig, als wir halt unsere Passivfarben, sag ich schon, unsere Fähigkeit. Aber so viel zu unserem Kill-Ritate. Hallo Hornbohrer. Hätte ich besser gegrindet, wäre es nicht passiert. Denn Hornbohrer wirkt nicht, wenn der Gegner ein höheres Level hat als man selbst. Nur so als Hinweis, also für alle Leute, die denken, mit Hornbohrer könnte man einfach alles umbringen mit ein bisschen Glück, es ist nicht so. Die Genauigkeit wird übrigens auch, ändert sich übrigens auch abhängig davon, wie groß die Level-Differenz ist. Das heißt, je stärker man im Vergleich zum Gegner ist, desto effektiver wäre die Attacke. Aber desto nutzloser wird sie auch, weil jede andere Attacke genauso effektiv wäre und auch one-hitten könnte. Und das mit noch höherer Genauigkeit. Dementsprechend K.O.-Attacken selten nützlich. Und wir erreichen Level 41. Und das war's mit diesem Arena-Kampf. Bravo, jetzt erkenne ich, welch ein großartiger Pokémon-Trainer vor mir steht. Es hat mir viel Freude gemacht, dich und deine Pokémon kennengelernt zu haben. Du verdienst recht den Schauerorden. Bitte nimm ihn an. Ekusar erhält den Schauerorden von Vasili. Ja, das haben wir erfolgreich getan. Damit haben wir jetzt alle 8 Orden. Dieser Orden sorgt dafür, dass dir alle deine Pokémon gehorchen. Der Orden befähigt dich außerdem dazu, mit der VM-Kaskade Wasserfälle in jede Richtung zu passieren. Und damit du unseren Kampf stets in Erinnerung behältst, gebe ich dir dies. TM3 Aquavelle. Diese TM3 Aquavelle, damit kann man das gegnerische Pokémon mit Ultraschallwellen verwehrt werden und so. Naja.